Dremelok, seid gegrüßt, meine lieben Gefährten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Lord Zalok und ich stehe hier und genieße die wunderschöne Aussicht. Hier der Fluss, der Freiheitsschweinturm, das Weizenfeld, Karotten, Kartoffelfeld, da hinten das Zuckerrohr und da hinten die Zukunftslandschaft, wo wir auch irgendwann mal hinziehen werden. Ja. Und der Pfad der Bäume. Der Flachwitz des Tages. Welche sind die höflichsten Autofahrer? Natürlich die Geisterfahrer, die sind immer so entgegenkommend. Gottes Willen. So, es geht los, Tierzüchten. Hier wird richtig gefügt. Also Tierzucht, ne? Dann können wir nämlich Leder sammeln und das Leder benötige ich dann für das Lagerhochhaus. Das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Ich brauche ein Schwert und ich habe, ja, Weizen. Genau. Schwert und Weizen. Mehr braucht man für diese Aktion tatsächlich nicht. Ich gehe mal hier rein. So. Wunderbar. Und dann werde ich erst einmal füttern. Wer hat Hunger, Leute? Ah, eine gerade Zahl. So, und da jetzt zwei Babys da sind, nee, drei sogar, kann ich jetzt auch drei Kühe töten und habe danach immer noch so viel, gleich viele Kühe im Stall. So, so läuft die Theorie. Ey, lauf nicht weg. So ist nämlich die Theorie. Oh, und da droppt er sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr gut. So, drei Kühe, das war's schon. Zumindest in diesem Stall. Fünf Leder haben wir jetzt dafür bekommen. Und hier mache ich das Gleiche. Wer hat Hunger? So. Jetzt kann ich hier zwei Kühe beseitigen. Hey, bleib stehen. Wo bist du? Hartnäckiges Viech. So. So funktioniert das nämlich in der Theorie. Sieben Leder ist jetzt die... Sieben Leder? Ja, okay. Boah, ich sag mal so, es ist ein Anfang. Ich weiß ja nicht, wie viele Gegenstandsbilder man mit sieben Leder herstellen kann. Das prüfe ich mal kurz nach. Also sieben Leder klingt jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich liegt es daran, weil es auch nicht so viel ist. Aber ein Gegenstandsbilderrahmen besteht aus jeweils einem Leder, das heißt sieben. Oh, wir haben noch sehr viel vor. Da habe ich aber wirklich noch sehr viel zu tun, ey. Sieben Leder. Ist das nicht ein bisschen... Boah, dann sehe ich aber... Boah, muss ich aber... Wo soll ich jetzt so viel Leder herkriegen? Wo kriege ich jetzt Leder her? So richtig viel. Ich wünschte, es würde noch Dorfbewohner geben, wo ich eventuell Leder kaufen könnte, aber das Dorf ist tot. Hier lebt kein einziger Typ mehr. Außer ich. Ich bin der einzige Bewohner. Im Prinzip bin ich der Bürgermeister. Mir gehört dieses Kaff. Hm. Sehr interessant. Aber wirklich keiner. Es existiert keine Lebensform mehr hier in diesen Häusern. Doof. Aha. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, eine Höhlentour muss ich demnächst mal wieder machen, weil ich Obsidian brauche. Und zwar sehr viel mehr Obsidian, als ich abbauen möchte. Und wahrscheinlich auch kann, weil dafür bräuchte ich ja noch mal eine Diamantspitzhacke und... Na gut, die ist nicht mal angekratzt, aber ich habe fast keine Diamanten mehr. Ich habe... Wie viel hatte ich? Acht? Ich glaube acht. Die Schaufel hat eins gezogen. Das ist die Spitzhacke drei, also die vier habe ich noch. Vier Diamanten, das reicht höchstens dann noch für eine Spitzhacke.
Ey, es kann doch nicht sein. Habe ich denn noch Leder vorrätig? War ich so intelligent und habe gesagt, ich hebe mir noch Leder auf und habe es in irgendeiner Truhe reingeschmissen? Das würde mich jetzt freuen. Aber ich fürchte, dem ist nicht so. Nee, kein Leder. Aber 12 Rindfleisch. 12 Rindersteaks? Ist doch köstlich. So, nee. Was ist da oben eigentlich? Ah, das sind einfach nur Kisten, aber... Ja, Gegenstandsbilderrahmen. Habe ich zumindest schon mal ein paar hergestellt. Aber 7 Stück reicht nicht. Das reicht nicht mal annähernd. Ja. Ja, jetzt müsste ich meine Excel-Tabelle mal kurz angucken, weil ich hab mir so eine Excel-Tabelle angelegt, wo ich einen Skizzenplan vom Lagerhochhaus gemacht habe, wo dann draufsteht, in welcher Kiste was reinkommt. Bei den ganzen Etagen. Die müsste ich... Ja, die hätte ich jetzt gerne. Ha. Ich würde sie ausdrucken, aber ich habe keinen Drucker. Das ist ein Problem. Dann müsste ich mir... Dann müsste ich gucken. Warte mal. Ah, nee. Ich weiß nicht, ob das geht, weil... Ja, sonst müsste ich... Weil auf meinem Handy habe ich komisch... Ich weiß nicht, warum. Mein Handy hat plötzlich Excel. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich das da anlegen und dann parallel immer drauf gucken. Oder ich nehme ganz klassisch ein Papyrusstück. So ein Papyrus. Und dann skizziere ich das per Hand. Dann kann ich mir das auch mal angucken. Da sind noch 2 Schafe, die könnte ich... Ja, Schafe züchten. Brauche ich Wolle sehr viel? Ich wollte im Lagerhochhaus ja eigentlich immer einen Teppich platzieren. Das benötigt Wolle, dann könnte ich ja... Dann könnte ich die Zeit totschlagen, während die Kühe erwachsen werden. Und kann schon mal ein paar Schafe noch züchten. Also, so geht das nicht, ne? Ach, das geht sogar noch mal. Ja, er ist nur halt übrig jetzt, ne? Ja, dann könnt ihr beide doch auch noch mal was machen. So. Komm her. So. Sehr schön. So, was kommt raus? Ein braunes Kakaoschaf. So. Ja, hier kann man das auch noch machen hier. So. Klasse, die Schweine. Ja, Schweine brauche ich eigentlich momentan gar nicht. Ist die Kuh da noch allein? Ach nee, die ist ja hier im Gehege. Ich bräuchte nämlich noch eine Kuh. Ich glaube nämlich, dass Tiere raustreiben, so wie ich das geplant habe, ist ein bisschen schwierig. Ich brauche immer 2 in einem Gehege und dann züchte ich den mal so, bis der Stall halt voll ist. Und dann schlachte ich so ein paar Tiere, damit wieder Platz geschaffen wird. So funktioniert das Farming. So. Ja, Leder. Wie kriege ich jetzt Leder her? Ja, 7 Gegenstandsbilderrahmen. Also wenn ich mir das überlege, ich glaube, deswegen habe ich davon gesprochen, ich müsste das nämlich jetzt nachgucken. Ich glaube, ich habe es tatsächlich so angefertigt, dass jede Kiste nur ein Item enthält. Bedeutet, dieses zweite Gegenstandsbild benötige ich für die Kiste nicht. Das bedeutet, die kann ich alle benutzen. Und das sind einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 zusätzlich. Das ist, wow. Dann habe ich 13. Das reicht auf jeden Fall. Pff. 13 Leder.
Also Gegenstandsbilderrahmen dann am Ende, wenn man es verarbeitet hat. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie... Scheiße, ich wünschte, es gäbe einen Weg irgendwie, dass die Tiere schneller groß werden. Dann könnte man das ein bisschen, beschleunigen. Tja. Das ist jetzt die große Frage. Wo bekomme ich jetzt ganz schnell Leder her? Hier sind ja bald mehr Tiere als in meinem eigenen Stall. Unglaublich. Ja, die Schlucht muss ich auch irgendwann erforschen. Mache ich auch irgendwann. Aber nicht jetzt. Ich brauche Leder. Gibt es hier keine Wachstumsbeschleunigung wie in Star Wars? Dass sie nur die Hälfte der Zeit benötigen, um erwachsen zu werden? Das wäre doch klasse. Dann ginge das ein bisschen schneller. Also hier sind jetzt 4 Kuhbabys, ja? 4. Das ist schon mal eine gerade Zahl. Und 4 ist eigentlich ausreichend. Bedeutet, ich kann diese 2 Kühe jetzt... 3 Kühe... Es sind nochmal 3 Kühe, die ich schlachten könnte. Warum also nicht? Bleib stehen! So. Jetzt hat er kein Leder gedroppt. Ja. 2 nochmal dazu. So, hier, wie viele Kinder sind hier drin? Sind es 3? So, sind 3. Ja, dann könnte ich eine Kuh, könnte ich vielleicht noch hier. Sehr schön. So, 11 Leder. Ah, gut. Ich sag mal, es ist besser als nichts. 11 plus, was hatte ich jetzt? 5 Stück im noch im... Also 5 Bilderrahmen habe ich dann noch oben. Ja, 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 ja. Ist gut. Mal aus Interesse, was passiert eigentlich, wenn man auf dem Gegenstandsbilderrahmen einen Gegenstandsbilderrahmen abbildet? Eine Gegenstandsbilderrahmception. Das muss ich jetzt herausfinden, das interessiert mich. Guck mal, angenommen, ich möchte hier auf diesem Bild möchte ich jetzt einen Gegenstandsbilderrahmen irgendwie positionieren. Na gut. Ja, das ist jetzt echt die Frage. Also... Mache ich das jetzt nächste Folge wirklich? Ziehe ich das durch? Boah, das Umräumen, das wird so scheiße. Wobei, die Kisten, die müssen ja eigentlich gar nicht verschwinden. Die bleiben ja sowieso. Also brauche ich die Kisten auch nicht leer räumen. Ich müsste es höchstens austauschen, aber das ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem. Ach so, hier sind die Diamanten übrigens drin. Ein Diamant brauche ich dann für den Gegenstandsbilderrahmen noch. Und den setze ich auch ein, tatsächlich. Dann habe ich nämlich noch so viele Diamanten für eine Spitzhacke. Wegen den Obsidianen. Ja. Ja, und wenn dann das Lagerhaus, wenn da die Etage noch draufkommen, also... Also ich kann nicht versprechen, dass ich es fertig kriege, nächste Folge. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ist die Etagen. Ich möchte die Etagen fertig bauen. So. Das heißt, ich brauche Glas. Eine Menge Glas. Das bedeutet, ich brauche viel Sand. Und jetzt gucke ich nochmal, wie viel Glas habe ich hier in der Kiste noch. Ja, das ist ein Anfang. Okay, also ein bisschen was habe ich tatsächlich noch. Aber es ist nicht genug. Auch Holz. Wir brauchen eine Menge. Ich brauche ja Eichenholz-Baumstämme. Das ist eigentlich noch so viel Material, was ich dafür brauche.
Birkenholz. Ich brauche Birkenholz für den Fußboden, beziehungsweise Decke. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt in den letzten 5 Minuten werde ich jetzt noch so viel Birkenholz sammeln, wie geht. Toll. Ich habe ja sehr viel Platz. Ich habe noch Birkenholz in der Kiste. Das ist mir bewusst. Ja, das weiß ich. Aber ich werde viel mehr brauchen. Und das sammle ich jetzt mal eben kurz. Sodass ich wenigstens nicht unvorbereitet in die nächste Folge reingehe. Und ich überlege eigentlich, ja gut, ich bin jetzt am Anfang des Aufnahmetages. Ich muss eigentlich 10 Folgen fertig machen. Vorzugsweise würde ich es gerne so, eigentlich würde ich mit dem Aufnehmen wäre es einfacher, wenn ich sagen würde, gut, diese Umbaufolge mache ich ganz zum Schluss. Im Let's Play allerdings möchte ich das gerne jetzt schon in Folge 170, damit mal was passiert. Es muss Fortschritt entstehen. Ich möchte in Folge 200 hier wegziehen und bis dahin soll das alles fertig sein. Ab Folge 200 wird sowieso... Ich kann euch sagen, ab Folge 200 wird es sehr, sehr viel Abwechslung geben, weil ich möchte... In Folge 200 ziehe ich nach Pilz Island. Irgendwann später ziehe ich dann in die Wüste. Ich werde öfters mal die Hölle besuchen. Und das wird... da wird sehr viel noch auf uns zukommen. So. Ach so, ja. Gut. Ups. So. Ich bin am Überlegen, ob ich das Fichten, ob ich die Fichtenbäume mal kurz ja, wegreißen soll, austauschen und ersetzt die durch Eichenholz, weil durch Eichen, weil ich brauche jetzt sehr viel davon. Es ist... Ich meine, da kommen jetzt... Wir haben jetzt insgesamt 2 Etagen. Ich glaube, ich benötige für dieses Projekt, brauche ich... Ich weiß nicht, wie viele... Ich glaube, 8. Aber das kann ich jetzt nicht beschwören. Ich glaube, 8 Etagen sind es insgesamt. Ich bin gespannt, ob ich das so hinkriege. Och, nicht schon wieder Mammutbaum. Ich mag diese Bäume nicht. Wobei, der ist ein bisschen übersichtlicher. Ich komme da zumindest an viel Holz noch dran. So. Ach, komm. Ich habe da keinen Bock, da jetzt hochzuklettern. Außerdem verpasse ich keine Gelegenheit, irgendwas anzuzünden. So. Ich hätte auch die Möglichkeit zu sagen, diesen Umbau, den verteile ich einfach auf viele Folgen. Das wäre auch eine Option, aber ich habe mich jetzt entschieden, das so zu machen. Als eine Folge, die... Boah, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Also... Bestimmt so eine Stunde oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken.
So. Ja. Jetzt sind alle Eichenbäume abgeholzt. Jetzt sammle ich das noch ein. Ja, Birken. Brauche ich jetzt noch Birken? Eigentlich brauche ich... Ja, ich brauche noch eigentlich sehr viel. So. Sofort nachpflanzen. Ach, Gottes Willen. So. Okay. Wie viele Eichensetzlinge habe ich? Genügend. So, alles schön nachpflanzen. Damit es sofort nachwächst. Ups. So. Klasse. Ja, ich schlage vor, nächste Folge geht's los. Dann ist der Augenblick gekommen, wo das Lagerhochhaus fertig gebaut wird. Hoffe ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich das mit den Gegenstandsbilderrahmen fertig kriege, aber ich möchte zumindest das Gebäude fertig haben. Mit allen Kisten. Die Gegenstandsbilderrahmen, das ist ja jetzt erstmal... Da sind ja auch Kisten dabei, wo Materialien reinkommen. Die besitze ich noch lange nicht. Ja. Da habe ich auch noch keine Chance dran zu kommen. Also von dem her, von daher ist das auch in Ordnung. Ach so, jetzt wollte ich gucken, ob die Kühe... Ja, die sind schon erwachsen geworden. Mehr oder weniger. Na gut, es reicht. So, ihr beide. Du musst erst noch erwachsen werden. So, ich tue erstmal. So, jetzt kommt da. Jetzt könnte er ankommen. Ach so, der jetzt hat er... Ja, das geht natürlich jetzt nicht. So. Der ist jetzt auf ewig verliebt. So, wie gesagt, nächste Folge geht's los. Dann werde ich gucken, dass ich das einigermaßen gut hinbekomme. Wenn das dann fertig ist, dann kann ich auch endlich mal das Erdgeschoss, den Wohnbereich, ein bisschen einrichten. Weil so gefällt mir das Ganze und gar nicht. Ich bin gespannt. Ach, guck mal, jetzt geht doch pünktlich die Sonne unter. Da freue ich mich. Wo ist... Ah, ich habe die Erde weggelegt. Ja gut, dann muss ich es eben so betrachten, macht ja nichts. Nächste Folge geht's los mit dem großen Umbau. Wie gesagt, am Anfang die vorgespulte Version und am Ende mache ich das Ganze dann ungeschnitten. Oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Möge Akatosh euch leiten. Bis dann.